Okay, also hier ist das große 180 Launch Paket. Kalle, ich finde es ja geil, dass wir mal zusammen Unboxing machen. Und ja, warum ich würde sagen, ich packe einfach jetzt mal aus, beziehungsweise mach mal auf. Und dann, vielleicht gebe ich dir die Produkte einfach hier auf den Tisch und sag erstmal nichts und du sagst so deine ersten Eindrücke. Die Schere, ja, gut. Dann könnt allerdings auch mal ein bisschen tougher sein, oder? Alter. Ja, ja, nichts gegessen heute. Vielleicht deswegen. So. Kann. Ich hab's gleich. Los geht's. Wenn's heute noch. Ha! Sehr schön. Okay. Ich sehe zumindest schon mal, warum das Paket so hoch sein muss. Aber das ist aber krass. Was richtig Neues, was man von 180 noch nicht kennt. Da kommen wir zum Schluss. Machen wir erstmal hier. Komm. Kleines Paket. Offenes. Okay. Da ist aber was drin. Das war süß. Okay, ich sag nix. Ich leg dir das einfach mal hin und würde sagen, du sagst dann einfach was in der zweiten Kamera. Dann sieht man das ein bisschen näher und schilder einfach mal deine Ersteindrücke. Die ADTS Darts. ADHS? Ja, was hast du mir da hingelegt? Kinderdarts für ADHS gestört oder was? Das wiegt ja nichts. Also okay, da sind Darts drin, aber das sieht jetzt auch nicht so weltbewegend aus, aber keine Ahnung. Also nee, mich interessieren da mehr die großen Darts, das ist nicht so meins. Nicht ADHS, das heißt Advanced Dart Training Solution. Und ja klar, das sind halt Brass Darts, keine Kinderdarts, sind halt sehr leichte Darts, hier 6 Gramm, okay. Die scheint es in 3 Level zu geben, ab 10 Gramm, 8 Gramm, 6 Gramm, je leichter die werden, umso schwieriger wird es. Marvin Startecke hat die mal getestet, denn die sind ganz gut zum Trainieren für deinen Wurf, für deine Technik. Wenn du sehr, sehr leichte Darts nimmst, die verzeihen ja nicht viel. Deswegen finde ich es cool, wenn 180 diese Idee jetzt aufgenommen hat und so Trainingsdarts halt anbietet. Weil dann kannst du halt schön leicht deinen Wurf trainieren, brauchst einen sauberen Release. Und da bin ich schon mal gespannt, wie sich das dann in der Praxis bemerkbar macht. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Okay, haben wir schon mal. Ist doch schön, mit was Kleinem angefangen. So, das nächste ist. Da ist noch was richtig Geiles dabei. Ich würde sagen, könnte eins meiner Highlights werden. Aber hier haben wir nochmal einen Packerl. Okay, da auch nochmal. Na gut, dafür reicht die Schere. So. Da! Was magst du noch mehr Darts? Okay, einfach von oben nach unten. Emo Ride oder Emo Ride? Ich sag mal nix. Dein Turn. Ja, gut. Na, also, endlich mal Darts für Erwachsene. Hämorrhoide oder was? Klingt ein bisschen wie Hämorrhoide. Ich kann ja mal rinkicken, wa? Also, von der Beschichtung, das sieht doch schon mal interessant aus. Habe ich so noch nicht gesehen. Rau, aber ja nicht so rau. Finde ich gut. Goldglänzend mit so ein bisschen Glitzer. Ja, schickimicki, wa? Das muss heutzutage schon sein. Also, mal hier von der Packung. Ich glaube, das war sonst mal ein bisschen flauschiger. Das haben sie jetzt ein bisschen eingespart, war. Die Flights sind jetzt ohne so meins, zwar mit Diamanten drauf, aber okay. Aber hier die Darts, muss ich sagen, doch, gefallen mir. Können wir ja nochmal Probe werfen, zock ich dich ab. Also hier, 180, ich finde schon mal die Schublade bei denen sehr schön, du kommst sehr einfach an die Darts dran. Dazu dann immer 2 Sätze Schäfte, manchmal in unterschiedlichen Farben oder unterschiedlichen Längen, das kann variieren, aber ich finde es schön, dass 2 Sätze Schäfte mit bei sind. Diese Weiß Pro Plus Schäfte halten eigentlich ganz gut, ich würde es halt nur mindestens lochen oder die Caps nehmen. Dann die Darts ist auf jeden Fall, das erinnert mich an Red Dragon, diese Sandstrahlbeschichtung oder hier diese Diamond-Geschichten. Die werden wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Ich blende mal Preise, Eckdaten, sofern mir bekannt, dann schon mal ein. Das kann ich ja jetzt noch nicht wissen. Sehen aber cool aus. Vom Farbton, vom Feeling finde ich die jetzt gar nicht so rau, wie man meinen könnte. Vorne ein bisschen engerer Ringgrip, hinten ein bisschen breiterer. Dürfte auf jeden Fall vielen taugen. Wird bestimmt Spaß machen, da nochmal ein richtiges Review zu machen. Kommt dann auch. Okay, jetzt kommt die Schlange. Jelle Klassen. Ah. Offenbar 2 Varianten eines Darts. Bitte schön. Deine Meinung. Ja, aber gerne. Gefragt. Jawohl. Die alte Schlange Jelle. Kick mal an. Ist auch wieder am Rennen. Das sieht doch gut aus. Krass. Krass. Ich würde sagen, ganz schön griffig. Hinten so ein bisschen. Dann ganz schön krass. Und dann nochmal dicker Ringel. In lila. Ja, passt ja irgendwie, wa? Auf das Cover. Ja, das sind so Darts mit den Flights.
Wieso haben die keine Transparenz? Das macht man heutzutage nicht mehr, oder? Da spart man sich dann vielleicht immer so ein bisschen mal die Standarddinge. Aber okay, man spielt ja eh immer seine eigenen Setups, aber ja, passt. Aber die Darts sind auf jeden Fall was für mich. Das sieht gut aus. Okay, interessant. Ich finde hier geil. Die Farbe schon mal geil, das Lila. Bisschen Simon Whitlock mäßig, aber ich mag Lila. Das passt eigentlich ganz gut. Schwarz-Lila, hier vorne auch nochmal zwei abgesetzte Ringe. Ich würde sagen, ja, so eine schöne Torpedoform. Jelle Klaassen hat ja immer eine besondere Form, aber auch immer verschiedene Grip-Arten. Kann man sich prima ausprobieren. Ja, schöne Barrel, würde ich sagen. 22 Gramm, genau mein Gewicht. Bin ich gespannt, die mal auszuprobieren. Und jetzt kommt nochmal, Achtung, geil. Variante 2. Ja, da bin ich mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Jelle Nummer 2 oder was? Das sind jetzt 25 Gramm, aber holla, na, die sehen aber noch geiler aus. Das ist cool. Hier vorne noch extra drin gefräst. Schwarz-Lila auch wieder, aber okay, das gefällt mir doch ein Ticken besser. Geil. Hier ist nochmal richtig krasser Grip. Da auch nochmal. Okay, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich nehme hier Variante 2. Die finde ich sehen echt gut aus. 25 Gramm, ja, ein bisschen heavy, warum nicht? Aber ich mag das, weil ich spiele gerne mal ein bisschen schwerere Teile. Na, da sind wir ja direkt bei einer Meinung. Das ist ja selten, wa? Also auf jeden Fall sehr schöne Form, sehr schöne kleine Details. Noch mal ein bisschen schicker als die jetzt etwas einfache Variante, sage ich mal. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kosten. Ansonsten aber gleicher Aufbau, insgesamt ein bisschen griffiger oder vielleicht auch von den Griffarten ein bisschen unterschiedlicher gestaltet, dass man noch mehr Zonen oder auch Feeling für diese Darts hat. Ja, ja, Feeling. Ab und zu geht es auch mal um Gefühle, Blödmann. Selber. So, okay. Dann waren das wohl jetzt hier erstmal die ersten Darts. Da unten ist noch ein Karton. Okay, der ist aber leer. Ja, ist kein Fake, das ist nur zum Füllen, damit es nicht so durcheinander ruckelt. Jetzt wird es aber nochmal interessant. Ich gebe dir den großen Karton zuerst. Geil. 180 Light. Also, das ist eine Dartboard-Beleuchtung, wie die Illumina, die ich oben habe. Die mag ich übrigens. Und zwar offenbar eine etwas günstigere Neuauflage, die man per USB-Stecker betreiben kann oder einfach eine Powerbank dran. Was heißt, das ganze Ding lässt sich dann ja mobil nutzen. So, also da müssen wir mal hier in den Karton gucken, wie das Ganze läuft. Ja, das machst du. Und ja, okay, hier ist aber viel Verpackungsmaterial. Warte, wir machen das anders. Ich packe jetzt erstmal kurz diese Teile dann so weit aus und dann kannst du dazu was sagen. Ja, ich hasse diese Fummelei. Ist nicht meins. Ja, na geil. Was hast du mir hingelegt? Ein Lampenbausatz oder was? Aber okay, das ist hier, was ist das? Mit USB, eine Lichtleiste, aber schönes Material eigentlich, wa? Und dann, wie geht das zusammen? Irgendwie sind hier Schrauben drauf und dann hier so eine Halterung mit Magnete. Kommt wahrscheinlich hier so zack aufs Dartboard drauf. Wa? Und dann schraubt man das da direkt dran, oder wie? Ach, dafür gibt es dann den Winkel. Alles klar. Okay, also eigentlich macht es ja einen stabilen Eindruck, würde ich mal sagen. Und dieser, was ist denn das hier? Ein Kaminschürhaken? Ist dann wohl der Winkel hier drin. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Alles klar. Ja, manchmal bin ich selber ohne so blöde. Gut, also das finde ich aber geil. Ist fett. Hängt jetzt vom Preis ab, aber wenn es eine günstige Beleuchtung ist, die du mal irgendwo anbringen kannst, dann ist das genauso fett wie mein Unterschriftenkoli. Ja, geil. Mein Highlight. Das heißt, du schraubst es da oben fest und dann kannst du es wahrscheinlich aufs Dartboard so aufbringen oder hinterschieben. Und dann hast du hier eine sehr preiswerte, aber schön aus Alu gefertigte Dartboard-Beleuchtung, die du per USB-Stecker, ich meine ja, so ein Stecker hat ja jeder für Handy, Ladegerät und so weiter, die kosten jetzt nicht die Welt, das war glaube ich jetzt nicht dabei, aber ich finde es eine geile Idee, weil du kannst zum Beispiel auch eine Powerbank anschließen und damit bist du auch mobil. Also das Ding ist dann nicht nur zu Hause für deine feste Anlage, sondern ich denke mal so im Garten, wo auch immer. Einfach schnell mal die Teile zusammen, woanders drauf gesteckt, Powerbank dran, müsste ja eigentlich super gehen.
So, Kalle, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt, denn jetzt kommt noch mal das Allergrößte und auch Allerneueste, denn das ist dieses ellenlange Paket und kann man schon lesen, ja, nur so rum. Und zwar, 180 macht jetzt zum ersten Mal auch Dartmatten. Dartmat steht ja schon drauf. Die scheint es in drei Designs zu geben und ich glaube, ich packe die dir jetzt einfach mal hier auf den Tisch und dann schauen wir uns die mal zusammen an. Beziehungsweise du gibst mal deinen ersten Eindruck und ich kann dann nochmal meinen Senf dazugeben. Ja. Yep. Ah, na kick mal, ich wusste doch, irgendwann wirst du mir einen Teppich ausrollen. So, jetzt sind wir im Geschäft, mein Juter. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist eine wirklich gute Qualität. Ganz schön dick vor allen Dingen. Oh, mit Noppen unten drunter hier. Umnäher oder wie nennt sich das? Ketteln oder was? Also geil, das ist ja so richtig hier automattenmäßig. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Schönes Logo hier, 180. Finde ich geil. Ich würde sagen, das ist die dickste Dartmatte, außer diese Gummiteile, die ich bisher hier so gesehen habe. Schöne Qualität, da ist auch hier so ganz bisschen Muster mit drin. Mir fällt mir. Genau richtig für unser Oki-Bauprojekt, würde ich mal sagen. Geil, also wirklich schöne Matte. Was gibt es hier sonst noch so an Design? Noch Streifen mit drauf und so, schöne Farbe. Ja, also das ist ein Ding. Geil, finde ich ja bald besser als die Darts. Ja, nicht schlecht, wirklich, nicht übel. Ja, okay, cool, danke für deine Meinung. Damit sind wir auch soweit am Ende von den Produkten, die jetzt hier in diesem Riesenkarton waren. Dazu erstmal ganz, ganz lieben Dank an 180 Darts und ganz im Speziellen René Adams von cubedarts.de. Grüße gehen raus an dich, Überraschung ist geglückt. Ich hoffe auch für euch als Zuschauer, dass wir jetzt direkt mit dem Unboxing auch die neuen Produkte vom 180 Launch euch vorstellen konnten. Ich muss sagen, die Matte jetzt auch nochmal so als letztes Produkt, also wer hätte es gedacht, eigentlich ist es ja ein eher kleiner angesetzter Launch von 180, aber mit Riesensachen sind wir hier nochmal geendet. Also Dartboard-Lampe, also diese Illumina Light, finde ich richtig schön gemacht. Auch eine schöne Alternative zu einem wirklich sehr beliebten Winmo Polaris. Das wird auch noch prima im Review, können wir beides vergleichen. Ich habe ja beides da. Die Matte, ich muss sagen, wenn 180 was macht und wo einsteigt, dann machen sie es richtig. Geile Qualität, schöne Designs, Preis finde ich ist attraktiv für auch hier die Stärke. Ja. Ach so, und ich habe noch was vergessen, denn mit dabei ist auch so, und ich nenne es immer Oki-Maßband. Das hat hier so ein Loch am Anfang, da steckst du ein Dart ins Bullseye, dann kannst du es aufziehen, die Dartboard-Höhe und die Entfernung messen. Finde ich auf jeden Fall eine praktische Sache und ja, schön, dass es im Paket ist. Ja, genau. Und dann gibt es hier noch so, naja, nicht Aufkleber, wie heißt das hier? Anti-Slip-Wack-Grips, also einfach Zeug, ja, so was du auch unter diesen Teppich machen kannst, damit der auf bestimmten Böden nicht rutscht. Gut, dass das dabei ist. Irgendwie so beidseitig kann man den drunter bappen und dann ja, kannst du da nicht ausrutschen. Und die Teppiche, finde ich, sind von der Qualität und Machart eigentlich so cool. Würde ich mir jetzt kommen zum Punkt. Also, langsam, klar, Alter. Für Data muss jetzt nicht zwingend wegen dem Oki sein, aber auf jeden Fall eine schöne Sache. Bevor ich hier groß ins Quatschen komme. Ja, sag doch. Was war jetzt für dich so die Highlights von dem Launch, was wir uns angeschaut haben? Naja, auf jeden Fall mal ganz klar die Matte. Jetzt hast du ja lange genug drüber gesprochen. Die Yellow Klassen, zweite Variante, finde ich geil. Ist hier no means, nehme ich gerne. Und ich fand das Dartboard-Licht ist irgendwie ganz schnucklig. Das hätte mir auch ganz gut gefallen. Ja, okay. Also ich finde auch die Dartboard-Beleuchtung auf jeden Fall interessante Alternative, vor allem zu einem guten Einstiegspreis. Teppich hier. Finde ich geil, gefällt mir richtig gut. Ja, und sonst von den Darts, die Yellow Klassen auf jeden Fall, die zweite Variante, klar, da ist noch ein bisschen mehr dran, aber die gefällt mir gut von der Form, von der Machart. Die, ja, die sind geil. Sind richtig cool. Und auch diese Emorite-Linie, schöne Beschichtung auf jeden Fall, muss man mal sehen, wie haltbar die ist. Das war ja immer auch das Thema bei den, zum Beispiel auch Peter Wright Darts, die auch diese Beschichtung haben, aber muss man gucken. Gibt eine schwarze Variante, wie auch diese rosé-goldene. Bin gespannt, wenn wir die dann Probe spielen fürs Review. Also eigentlich ja von fast allen Produkten, die wir jetzt hier auch im Launch vorstellen konnten, finde ich alle eigentlich ganz cool. Okay, Kalle, dann haben wir eigentlich noch eine Sache zu tun und die wäre ja, Verabschiedung, war ja tschüss. Nicht Verabschiedung, das dann das allerletzte, klar, aber wir haben ja gesagt, wir hauen auch noch mal Giveaways raus. Ja, klar, neue Produkte, die sollt ihr dann genauso haben oder davon profitieren. Also zu gewinnen gibt es dann einmal ein Set von den neuen Yellow Klassen Darts, einmal die Practice Darts und ich würde sagen, die Darts Matte, sollen wir die auch noch mit raushauen? Ja, ja, logisch.
drei Sachen raus. Drei Sachen gibt es immer zu gewinnen, finde ich geil. Also demnächst werden dann diese drei Pakete auch verlost. Dazu einfach unten Kommentar da lassen. Wie findet ihr den Launch? Wie findet ihr die Produkte? Welche sind eure Highlights? Und dann jetzt können wir, glaube ich, in die Verabschiedung gehen. Also ich sage schon mal tschüss, ciao, good darts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Unboxing. Und Kalle, du hast jetzt mal das Schlusswort. Oh, das ist ja geil. Ja, dann baut keine Scheiße, werft alle schön fleißig Darts, bleibt schön mit dabei. Vielleicht mal einen Kanal abonnieren. Ich denke, es kann was lohnen. In diesem Sinne. Tschö.